Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Sarkos-Gemeinschaftsstand auf der SPS IPC Drives 2012. Wir stellen hier verschiedene Neuheiten rund um die Sarkos-Echtzeittechnologie aus. Ein Schwerpunkt beschäftigt sich mit einer gemeinsamen Netzwerkinfrastruktur, in der verschiedene Protokolle koexistieren können. Sie sehen hier zwei Demonstratoren. Ein Demonstrator der Firma Busch-Rexroth, in der im Rahmen einer Linientopologie mit Sarkos 3 auch Ethernet-IP-Geräte mit angebunden und eingebunden werden. Wir haben hier eine Steuerung, die quasi parallel nicht nur die Sarkos 3-Geräte bedient, sondern darüber hinaus auch Ethernet-IP-Protokolle entsprechend bedient, sodass der Anwender ein sehr großes Portfolio hat an Herstellern und Geräten, die nun in einer solchen Infrastruktur betrieben werden können. Wir sehen darüber hinaus hier eine zweite Demonstration der Firma Schneider Electric. Auch dort wurde eine Steuerung realisiert, die nicht nur Sarkos 3-Geräte anbindet, verschiedene Servoantriebe und IOs, sondern auch über einen speziellen Switch Ethernet-IP-Geräte anbinden kann. In diesem Falle wurde ein Lime-Gerät mit in diesen Sarkos 3-Verbund integriert. Wir würden uns freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder hier auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen.